Also, wie kann man sich überlegen, wo dieser blaue Punkt sitzt? Ich habe gesagt, der Trick besteht darin, erstmal die Punkte von links nach rechts durchzunummerieren. Also hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. So, also fällt Ihnen auf, wo der Unterschied liegt erstmal zwischen diesen beiden hier und den anderen. Genau, da haben wir eine gerade Anzahl von Werten. Na gut, hier auch, aber da haben wir die Häufung von Werten an der Stelle 2, deswegen macht es da keinen Unterschied. Also, zunächst mal, wie kommen wir an die blaue Stelle, wenn die Anzahl der Werte ungerade ist? Dann liegt die blaue Stelle, Sie sehen es, genau bei dem mittleren Punkt. Also, wenn wir n Werte haben und die Werte aufsteigend sortiert sind, dann haben wir hier der mittlere. Wie kommen wir auf die 2? N plus 1 halbe. Na, das ist die Stelle. Und können wir mal gucken, ob die Überlegung stimmt. Hier n plus 1 durch 2 ist 2, also 3 plus 1 durch 2 ist 2. Hier 5 plus 1 ist 6, durch 2 ist 3. Hier 7 plus 1, 8 durch 2 ist 4. Also, da probieren wir es auch nochmal. 5 plus 1 ist 6, durch 2 ist 3. Also, das passt. Wir sortieren unsere Werte, nummerieren die dann durch und sagen, wenn die Anzahl der Werte ungerade ist, dann nehmen wir den mittleren Wert. Wie sieht es aus, wenn die Anzahl der Werte gerade ist? Also hier zum Beispiel, da haben wir den Wert n halbe. Na, also hier, n ist 4, n halbe. Da haben wir n halbe plus 1 und wir nehmen die Mitte zwischen den beiden. Passt das auch in dem Fall hier? Also n halbe ist 4, das ist dieser Wert. N halbe plus 1 ist 5, das ist dieser Wert. Und dann wieder in der Mitte, auch das funktioniert. Wie sieht es hier aus? N halbe ist 3, das ist dieser Punkt. N halbe plus 1 ist 4, dieser Punkt. Der Mittelpunkt zwischen den beiden ist auch der blaue. Also halten wir fest, wie das Ganze funktioniert. Erster Schritt, die Werte werden aufsteigend sortiert. Zweiter Schritt, durchnummerieren. Wir haben dann eine Sequenz x1, x2 bis xn. Wir setzen den Index in Klammern, um deutlich zu machen, dass das hier in der Reihenfolge der Größe nummerierte Werte sind. Ne? So, und dann hatten wir uns überlegt, drittens, dieser Punkt x blau, nenne ich es jetzt mal, da müssen wir unterscheiden, ist das eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Werten. Fangen wir mal mit der ungeraden Anzahl an. Dann nehmen wir als Index n plus 1 halbe und davon den Wert, also x und jetzt Index n.
plus 1 halbe. Ne, wenn n ungerade ist, dann ist n plus 1 gerade. Damit passt das. Andernfalls, falls n gerade ist, nehmen wir x n halbe plus x n halbe plus 1 und davon das arithmetische Mittel. So kann man sich die Koordinate von dem blauen Punkt, den x-Wert von diesem blauen Punkt, bestimmen. Na, einmal in der Mitte dazwischen, wenn die Anzahl der Punkte gerade ist. Wir nehmen einfach den mittleren Punkt, falls die Anzahl der Punkte ungerade ist.